Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu unserem zweiten Video. Ich bin die Sarah. Und ich bin der Marco. Und zusammen sind wir Cousins TV. Wie versprochen, die Challenge haben wir hier ins Video gepackt. Kurz und knackig. Kurz und knackig, egal. Jo, viel Spaß damit. Ab jetzt übernehme ich. Und zwar folgende Challenge. Ich habe 10 Sprüche aus Kartoffelsalat aufgeschrieben. Viele Sprüche kommen von irgendwen in dem Film. Und ihr müsst mir sagen, wer den Spruch gesagt hat. Und wer am schnellsten von euch rät, wer den Spruch gebracht hat, der kriegt einen Punkt. Wer am Ende dieser 10 Fragen die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Wer verloren hat, muss etwas ganz Fieses machen, was ich jetzt hiermit verrate. Diese 3 Donuts muss der Verlierer innerhalb einer Minute essen. Wir stoppen die Zeit. Seid ihr bereit? Ja. Sollen wir den Film nochmal gucken? Nein. Okay, erster Satz. Bau ja keinen Scheiß, sonst kochst du am Wochenende. Der Chemiker. Der Chemielehrer. Nein. Ah, der Vater. Ein Punkt für Sarah. Mann, oh Mann, oh Mann. Der Marco muss noch echt was an deinem Allgemeinwissen tun. Der nächste Satz, der ist jetzt ganz schwer. Kartoffelsalat. James. Ah, ein Punkt für Marco. Sie hat sich heute nur nicht geschminkt. Simon ist. Nein. What? Yeah. So, Beide, richtig. Oh. Nächste. Umkleide ist voll 2014. Gehen wir zu den Retros. Nee. Dieser eine Lehrer mit dem riesen Mund. Nein. Die Melina. Ja, ein Punkt für dich. Okay, weiter geht's. Jetzt bist du gefickt anmal. Simon Dessy. Nein. Der ist doch so. Richtig. Oh. Was? Als Lexa. Torge als Lexa, 4-1. Also, Marco, das wird eng für dich. Hast du schon Hunger mitgebracht? Nein, ich habe eben gegessen. Er hat eben gegessen. Das wird witzig. Das wird eine spannende Minute. Nächster mit bauchkribbelnden Grüßen. Simon alias Helmut in dem Liebesbrief. Ja. 5-1, das ist eng für dich. Ich habe schon so ausgleichen. Ja, jetzt müsstest du theoretisch, um einen Gleichstand zu bekommen, alle Fragen, die jetzt noch kommen, müsstest du richtig beantworten. Wer die erste Frage gewinnt, hat gewonnen. Jetzt musst du. Okay, nächste Frage. Ich war gestern Tattoo-Studio. Simon Essen. Du kannst schon mal die Donuts angucken und das läuft bei dir. Ja, guck mal, ich ziehe meine Studienmische zurück. Da sind wir wieder nach der Werbung. Und zwar, wir haben einen klaren Gewinner. Es bleibt spannend. Wer hat diese Challenge gewonnen? Und der Verlierer ist Marco. Und die Gewinnerin ist Sarah. Ein Applaus für Sarah. Sarah, für dich gibt es als Preis das Buch von Stephen King. Das Buch heißt sogar Sarah ohne H, also nicht Sarah mit H. Also bitteschön, das ist das Buch für dich. Muss ich nachher wieder zurück tun, gehört mir nicht. Egal. Also, jetzt wird es ganz spannend. Diese 3 leckeren Donuts muss der Verlierer jetzt innerhalb von 60 Sekunden verspeisen. So, ihr Lieben, da ist unsere Uhr und da ist mein Daumen. Ich werde gleich auf... wo ist das? Fuck. Auf Starten werde ich drücken. So, und ich habe mir gedacht, die sauen mal bitte nicht irgendwie in den Weihnachtsferien bei mir im Büro rum. Deswegen habe ich ihn, den Verlierer, diesen Mann hier, der so eine miserable Leistung gebracht hat, raus in die Kälte gestellt, wo er jetzt mit Kalorien pur gefüttert wird. Wenn ich auf Start drücke, musst du loslegen. Eine Minute hast du Zeit. Wenn es lustig ist, verlängern wir vielleicht auf anderthalb oder 2. Okay, 4 Sekunden hat er noch und 2 muss er noch essen. Und eine Minute ist um. Leider hat er sogar, seine Bestrafung nicht geschafft. Er hat sogar seine Bestrafung verloren. Bist du satt geworden? Jetzt Abendbrot? Nee? Und Laune? Ist kalt draußen? Also läuft bei dir. Cool. Ja gut, alles klar. Dann hast du ganz gute Arbeit gemacht. Wir sehen uns. Das war's mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert uns und ja. Wir freuen uns.